Herzlich willkommen zurück zu Odyssey im Auftrag des Königs. Gothic 2. Ja, 18. Folge. Das war doch und ich hab mal oben. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ja. Ich hab mal oben diesen Titel da oben mal ausgeblendet. Ich frag ja keiner. Und weil er stört doch ein bisschen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich hoffe, ich konnte diesem Wunsch auch nachkommen. Und irgendwie wissen ja die Fans, worum es hier geht. Und zwar, wir laufen hier einfach durch die Nacht. Was ein Quatsch, brauchen wir nicht. Ich werde mal Athanasburg, nee, was war das? Die 6 war es. Athanasdorf. Aha, ich muss natürlich ein bisschen was essen. Ach ja, wunderbar. Ich habe es auch herausgefunden, wie man hier die Inventaranzeige wieder richtig hinkriegt. Ich habe nämlich noch parallel das System Pack von Nacht des Raben drauf gehabt. Und obwohl ich auch das System Pack von Odyssey drauf hatte und nochmal drüber gebügelt habe, haben die beiden sich wahrscheinlich miteinander irgendwie gezofft und Anzeigefehler produziert. Und dann habe ich den Nacht des Rahmensystem Pack, habe ich es dann sozusagen deinstalliert und dann nochmal sicherheitshalber das System Pack Odyssey im Auftrag des Königs wieder installiert drauf. Und dann guck dir mal die Charlotte an. Guck mal, was macht die denn hier? Die putzt ja richtig. Naja, und wenn wir uns richtig hinstellen. Na, Charlotte, was machst du denn da bei mir? Mach mal nicht so eine Sauerei, siehst du? Okay. Das ist mir schon mal in einem anderen Spiel aufgefallen. Beziehungsweise in einer anderen Mod. So, okidoki. Ich klaue hier was. Sie kriegt es nicht mit. Sie ist mit Putzen beschäftigt. Ich habe keine rohen Fleische mehr. Ja. Orientieren wir uns mal, was haben wir denn eigentlich alles an Fähigkeiten? Wir haben unheimlich viele Punkte noch zu tun, und zwar 355 Punkte müssen wir noch machen. Wie sind wir denn ausgerüstet? Fragezeichen. Okay, im Kurzbogen, Kurzschwert der Miliz, dann haben wir das. Stärke haben wir immer noch 10. Und eine Nagelkeule, aber die macht nicht so viel Start. Moment mal. Die Sense macht Schaden, genauso viel wie die Nagelkeule. Auch eine Einhandwaffe. Eine rostige Axt, da brauchen wir natürlich Stärke, die wir natürlich nicht haben. Und zwar, schauen wir mal. Stärke 24, da fehlt uns noch ein bisschen. Obwohl bei jemanden könnten, da könnten wir doch was kaufen, ne? Ja, die Truhe. Sollten wir die Truhe mal knacken? Oh. Ja, draußen scheint wieder ein bisschen die Sonne, es ist kälter geworden. Und, schauen wir mal. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ach ja, die habe ich alle aufgebraucht. Oh, Seppel. Der hat die alle aufgebraucht. Gut, okidoki. Dorothee. Jutta. Habe ich Dietriche zu kaufen? Zeig mir deine Ware. Nee, die hat keine mehr. Habe ich alle schon aufgekauft. Moment mal, ich muss mich mal ein bisschen besser hier hin positionieren. Aber jetzt ist besser. Nochmal zur Orientierung auch für alle und auch für mich. Kundschafter. Ich habe auf der anderen Seite der Insel ein verlassenes Boot entdeckt. Wem mag es wohl gehören? Mhm, gut, das haben wir ja mitgekriegt. Die rote Mine, die alte Bibliothek, Olex Lied. Ein Brief, anheuern, alte Geschichten, die versunkene Flotte, der Alchemist, geheimes Reiseziel, das Horn, Räum und Schlaf. Wodele, da wollen wir mal gucken. Wir müssen unbedingt Erfahrungspunkte machen. Jemand wird dafür büßen müssen. Dietriche habe ich nicht, um die da man irgendwie... Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Um da die Truhe zu knacken. Ich wundere mich über gar nichts. Glaubst du wirklich? Ach so, da war die Truhe drin. Das war doch seine Entscheidung. Genau das habe ich auch gesagt. Jetzt versuche ich mal was. Das habe ich früher auch immer gesagt. Um Erfahrungspunkte zu sammeln. Jetzt habe ich dummerweise nicht geguckt, wie viele Lernpunkte. Ne, null.
Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie... Geschichten töten können. Entweder Wölfe oder Lurker. Ja, wenn ich jetzt hier rangehe und mit dem Bogen einen Wolf versuche zu erlegen, dann kommen natürlich alle. Moment einmal. Ich glaube, ich mache es anders. Ich gucke erstmal, ob ich hier irgendwo eine Anhöhe finde. Nee, finde ich hier nicht, weil ich habe ja da hinten, wo ich den Schlüssel gefunden habe, endlich, habe ich ja noch ein paar Lurker zu erledigen. Mann. Oh ja, das ging gut. Das ging gut. So, dann wollen wir mal gucken. Ah, hier ist er dicht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Rodele. U-Bot. Ah, machen wir nochmal Sicherheitshalter. So. Das da oben ist interessant. Reicht da eigentlich? Na, da gehen wir später mal hin. Erstmal gucken, was hier noch so sich so alles rumtreibt. Also. War das jetzt hier oder draußen? Ah ja, da ist noch ein junger Adalos-Lurker. Den sollte ich vielleicht mal erledigen. Na, komm erstmal. Da ist noch ein bisschen zu weit weg. Ich kann es aber probieren. Okay. Jump. Ja. So, versuchen wir es mal wieder. Mit der guten alten Dachmethode. Wo bist du denn? Da ist er. Ah, okay. Und fliege. Wo bist du denn? Nee, das ist der Tote. Weil das ist jetzt doof. Der ist bestimmt unterm Dach. Ja, genau da. Toll, toll, toll. Ist gut. Rottfedori. Mann! Ist er bestimmt im... in der Hütte da. Was ist jetzt passiert? Cool. Ich habe Sachen weggeworfen. Okay, one more try. Oh, why, oh, why? Gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht eventuell von hier aus aufs Dach komme. Ich glaube, das geht sogar. Also, wenn er da hinten ist, am besten hier so einen Stopper nehmen und... Ja, okay, das geht besser. Das muss man vorher mal austesten. Bevor man... Ach du liebes bisschen. Oh, der erste Schuss hat schon gesessen. Hallo? Oh. Jetzt hat er die Blutfliege noch mit im Visier. Am Gobelin. So. Kommen Sie wieder hervor. Ja, der ist genau unter mir. Muss ich mal gucken, an welcher Stelle er sich dann wieder bewegt.
Ja, Junge. Ja. Oh. Ja, ich sollte natürlich meine Pfeile selber herstellen können, weil zum Kaufen sind sie zu teuer. Aber erstmal brauche ich... Ja. Erstmal Erfahrungspunkte, damit ich überhaupt das Pfeile herstellen selber. Ach, warte mal hier. Das könnte mir helfen, dieses. Na? Ja, toll. Jetzt hat er sich wieder versteckt. Wo ist er denn? Hau ab! Oh Mann, no Meter. No! Nicht schon wieder. Ich will nicht schon wieder raufgehen. Oh. Der ist mir viel zu fix. Das ist wieder laggy. Sorry. Oh, die hat mich noch erwischt. Während ich hochkletterte. Das ist da wohl. Nein. Ja. Nur mal sicherheitshalber abspeichern. So. Es wird wieder spannend. Ich meine, ich habe mich ja schon gut verletzt, den Toten-Turner hier, den Atalos-Lurker. Atanos-Lurke. Ah, Mann. Ist jetzt gut. Vielleicht sollte ich mal gucken, wie viele Pfeile ich überhaupt habe. 31, okay. Die werde ich investieren, um mir ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln, denn das ist wichtig. Ich kriege den Kohl nicht weg. Wo ist der Sack wieder? Ich will hier nicht übernachten. Jetzt falle ich sogar durch den Schlitz durch. Und ich werde wieder überrascht von ihm. Hau ab. Also hier drauf. Hallo! Springen du hier drauf, danke. Das ist vielleicht witzlos. Oh, doch nicht da, auf den. Er bleibt an der Stelle, richtig. Abgeprallt, oh Mann. Gut, er versucht da oben hochzukommen. Leute, ist der Dull. Yes. Ja, will ich nicht wissen, wie viel der Große bringt. Oh, kann ich eh nichts holen. Mal gucken, kann ich... Das war mal ein langer Sprung, meine Herren. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich die Blutfliegen irgendwie besser... Einhandwaffe. Sense, kleine Sense. Nagelknüppel. Ich nehme mal den Nagelknüppel. Und versuche mal so eine Blutfliege niederzuknüppeln. Die muss ja irgendwo hier in der Richtung gewesen sein, ja. Also. Und Goblins habe ich auch noch. Die sind weiter rechts. Da sind die. Ach du liebes Bisschen. Da sind aber sehr, sehr viele. Kuckuck, kommt mich jemand besuchen? Nein. Das kann nämlich auch passieren. Ja, bum. Ja, jetzt habe ich zwei. Nein. Ja, hier ist noch einer da. Na? Ja, da ist er. Ja. We are blood flying away. 40? Okay, okay. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu... machen. So,
So, ah, das motiviert wieder, wenn die Blutfliegen einfacher zu killen sind. Und dann wieder diese zärtliche Musik im Hintergrund. Ja, gut. Ja. Okay, nicht, dass ich am Baum hängen bleibe. Mir ist schon viel passiert. Oh! Was habe ich denn da für eine geile Kombi gemacht jetzt eben? Na, jetzt bringt die Kombi wieder nichts. Na? Lauflieder. 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 Bring mir Lauflieder. Ich höre nur noch Lurker hier. Ja. Da hinten die Gobos. Ja, gut, gut, gut. Blutfliege. Wenn ich dich kriege, du Blutfliege, du sollst mein Blut nicht trinken, anstatt werde ich dich hier in den Boden versinken. Na los. Oh ja, okay. Ah, jetzt ist die Blutfliege wieder zu hoch, dass sie... Muss ich sie ein bisschen herlocken, damit sie wieder ein bisschen weiter runterkommt? Nee! Ja, das ist ein alter Fehler. Aha. Jawohl. Dass die dann immer über einen hängt und dann kriegt man sie nicht. So, soll ich nochmal speichern? Ach nee, ich glaube nicht, wa? Stopp. Euer Nesselchen. Muss ich mal gucken, was ist denn da alles noch? Was sind. Ein Keiler? Nee. Nee, so war, haben wir nicht geredet. Ein Keiler, ich glaub's hackt. Aber was haben wir denn hier? Feuernessel bringt Mana-Bonus. Halbwurzel und eine Halbpflanze. Alter Schwede. Gucken, was ich mit dem Keiler machen kann. Ja, den werde ich mal erstmal mit der Fernwaffe erstmal anschießen. Keiler, lass uns Keiler jagen. Ich war noch ein bisschen näher dran. Okay, jetzt hat er mich. Oh. Ja. Oh. Ach so, der hat mich einfach mal so gut auf die Hörner genommen. Okay. Aber das muss ich ja irgendwann mal im Laufe des Tages, beziehungsweise im Laufe der Teile mal, ja. Was? Okay. Dann lenkt mich gleich eine Blutfliege ab hier. Mir aus. Oh, da ist ein Loch. Nee, ich muss dich erstmal niedermetzeln. Okay. Da war nämlich noch eine. Habe ich gehört. Oder auch nicht. Ich höre nur Lurker. Ach, da ist wieder dieser dumme Keiler. Dumme Keiler. Da ist noch ein junger Atanas-Lurker. Den werden wir auch gleich nehmen. Also wir müssen uns linke Hand eine Schneise, eine Kampfschneise. Oh nein! Sim, sim. Ah, das ist zu weit weg. Und keine Pfeile. So, abhauen, abhauen, sofort abhauen! Dann mache ich es anders. Ich lock den Keiler einfach nochmal an. Nein, nicht die Blutfliegen. Den Keiler. Nee. Wer bist du denn da hinten? Ach, das ist auch ein junger Atanas-Lurker. Ja, das mischt sich hier eigentlich so mal, ne? Schon sind die Gruppen anders verteilt. Okay, gut. Das hört sich ganz nach. Wo ist der Blutfliege? Da ist der Blutfliege. Das ist auch ein Rotzvieh. Ja.
wenn ich von links nach rechts schlage, gibt es mehr Schaden, als wenn ich diese Rechts-Links-Kombination mache. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir den jungen Adern. Nee. Das ist aber ein Keiler. Nee, pass auf. Bist du noch hinter mir her? Ja, ist er noch. Und hoch. Und. Ja, der versucht auch dieses. Ah, Mist, es prallt ab, ne? Panik. Hallo? Hier liegt ein Pfeil. Pfeil. Pfeile sind wichtig. So. Ich sollte hier noch ein Schrittchen vor. Und jetzt. Oh, Vorsicht, Niki. Oh, versucht er da hochzukommen? Nein! Guckt euch das an. Der ist da hochgeklettert, die Sau. Also? Aber es hat ihm nichts gebracht. Es hat ihm nichts gebracht. So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Der Lurker auf dem Dach erledigt. Das muss mal einer nachmachen. Das ist der Fluch der 13. Fee. Jetzt bin ich ganz woanders. Oh, ein lecker Halbpflänzchen. Ja, also, mir wurde wieder ein Tipp gegeben und herzlichen Dank auch wieder von der Community, vom Kanal, vom Team. Wichtig ist Pfeilherstellung. Ja, da arbeite ich jetzt auch drauf hin, weil ich verballer hier ja meine Pfeile und nicht mehr... Ja, habe ich nur noch einen. So was Blödes. Und unsere Punkte sehen aus wie folgt. Germany, 0 Points. Nee, auch nicht. Nee, wir brauchen noch. Moment, 3195. Eieieiei, 195. Ah, 195. Wo kriege ich die her? Okay, ich versuch's weiter mit Blutfliegen. Weil die konnte ich ja mit den Nagelkeulen so richtig gut nageln. Keulen. Okidoki, also erstmal die Nagelkeule im Anschlag nehmen. Aber da war ja noch ein Keiler. Mhm. Keiler Minok. Ja, der ist da hinten. So, und da müssten Goblins sein. So, und jetzt muss ich irgendwo einen Punkt finden, wo ich noch Blutfliegen herauslocken kann. Ohne, ja, aha. Spannend. Muss auch ein bisschen leise sein, damit ich besser orten kann. Ja, super geil. Keiler und zwei Blutfliegen, habe ich gehört. Da sind sie. Na! Oh, bleib da! Bleib da! So, das ist natürlich ein blöder Punkt. Entweder. Ja, das ist doof. Das heißt also, ich muss den Keiler wegmachen als erstes. Aber wie? Das heißt... Nee, geht ja nicht. Ich habe ja nur noch einen Pfeil. Mit einem Pfeil lässt er sich nicht niederschrecken, der geiler Keiler. Der geiler Keiler da. So, gibt's vielleicht eventuell irgendwelche Verzweiflungssprüche? Zweimal Licht, nee. Heiliger Pfeil. Böses Vertreiben, nee, da bringt gar nichts. Feuerpfeil nur ein, das ist Quatsch. Kugelblitzschlaf. Nö, da braucht man gar nicht. Ohne Wetter. Da habe ich bestimmt keinen Mana für. Ja, schön. Danke. Wie viel Gold haben wir denn? Wie viel Gold? Nein, ich will wissen, wie viel Gold wir haben. Wo drücke ich denn eigentlich mal drauf, ich Sack?
So, 250 Jolt. Und nebenbei eine Feuerwurzel. So, ach, wisst ihr, was ich mache? Ich werde mich einfach mal zur Burg teleportieren. Ja. So. Und dann werde ich mal teuer Pfeile kaufen. So, wenigstens steht Kuno da mal wieder. Lustig so. Das hätte ich dir vorher sagen können. So, Kuno, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das liegt doch auf der Hand. 50. 50 Pfeile. 3. 150. So steht es in den Heiligen Schriften. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Oh, glaube ich nicht. Wirklich? Na gut, okay. Hat er Dietriche? Hat er Dietriche? Nein, sieht nicht so aus, als hätte er Dietriche. Mich fragt ja keiner. Moment mal, was ist denn das? Ich glaube nicht. Feuerpfeil. 5. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Feuerpfeil. Doch, doch. Warum hört eigentlich keiner? Ich muss Feuerpfeile haben. Auch wenn es mir. Wenn es mir. Ist doch klar. Das letzte Gold. Kosten soll. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So. Ich hab mir das schon jetzt gedacht. Ein bisschen Mana, also das war Blaufliege. Warum erfahre ich das jetzt erst? Mana. Das hat er wirklich nicht verdient. So, genau, richtig. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, da liegt eh genug rum. Ach. Freund. Der arme Kerl Freund kann einem leid tun. Und Schmiedchen Theodor. Warum hört eigentlich das nicht? Ja, genau, das ist. Der braucht natürlich zwei Lay an deren Punkte. Was man so rum erzählt. Zum Pfeile herstellen. Okay, auf geht's. Nein. Zum das Dörfchen. Hätte er doch besser wissen müssen. So. Jetzt sind wir hier. Frisch bewaffnet und. Stopp mal. Wie kann ich mich denn jetzt ausrüsten mit dem Feuerpfeil? Ich habe was anderes gehört. 5 Bolzen, so, das ist ein Feuerfall. Er redet einfach zu viel. Schlimme Zeiten sind das. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, wie der Feuerfall. Ist der jetzt angelegt? Das werden wir gleich sehen, wenn ich. Der erzähle ich gar nichts mehr. Nee, er müsste doch eigentlich brennen. Ich habe was anderes gehört. Soweit ich das hier in. Ich glaube da nicht dran. Nö, kann ich gar nicht anwählen. Sieht das anders? Okay, kurze Frage. Wie kann ich denn jetzt hier von normalen Pfeil auf Feuerpfeil umwechseln? Das wäre mal eine ganz nette Frage an meinen Kanal. Brauche ich besondere Fähigkeiten, um Feuerpfeil anlegen zu können? Weil, wenn ich den Bogen schieße, Bogen ziehe, dann brennt es nicht. Schauen wir mal. Also. Sicherheitshalber nochmal ein Abelbeise. Also wie schon gesagt, Feuerpfeil. Weil ich hatte nämlich doch mal gesehen in der Folge, so von wegen normaler Pfeil angelegen, Fragezeichen. Oder jedenfalls kam da so eine merkwürdige Info. Und jetzt werden wir Keiler jagen. So, da ist er ja schon, der Keiler. So, komm, fittere mich, dann habe ich höhere Chancen. Ist er wieder ganz da hinten? Ja, jetzt. Das muss ich mal eben aus der Not machen. Ja, ich weiß. Na? Ist er mir nicht gefolgt? Wieso nicht? Er ist mir einfach nicht gefolgt, der Keiler. Also. Ich pack gerade meine Sachen
Nächster Trick. Also ich... Waffe kann ich ja anlegen und weglegen, aber in der Flucht kann da, und beim Rennen, dann braucht er so lange, bis er die Waffe weggelegt hat. So, dann mache ich nochmal gar nichts. Los, komm. 1, 2, 3. So, jetzt dürfte ein bisschen gekommen sein. Jawohl. Hoch. Jawohl. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ey, hör dich doch mal. Also wieder da unten. Ah, da, da, da. Na, wo bist du denn? Ach, übrigens, der Lurker ist wieder verschwunden. Da? Da ist er, da ist er, da ist er. Moment. Ich hab ihn doch eben einmal getroffen gehabt. Wieso ist er denn jetzt plötzlich? Also, das ist... Der regeneriert sich wieder. Der futtert irgendwie was und dann... Nee, sobald ich runter... Nein, nicht! Heute ist nicht mein Tag, Leute. Diese Unschuldsmusik immer. Dann die gefährlichen Sachen da hinten. Du bist deprimiert. Ich will aber keine Erfahrungspunkte verlieren, wenn ich jetzt den Keiler hierher locke. Nein, will ich nicht. Okay, einmal probiere ich es noch. Einmal probiere ich es noch zu locken und dann irgendwie... So. Ja, das wusste ich. Das wusste ich. So. Wenn der erstmal weg ist, dann kann ich erstmal ganz in Ruhe die Blutfliegen abräumen. Ohne die ganze Zeit von diesem... Hoppla, da bin ich, Keiler. So, jetzt habe ich ihn einmal angeschossen. So, geh mal ganz schnell hier zum Haus. Kletter ganz schnell. Und geh mal ganz schnell kaputt. So, auf ein neues... Aber jedes Mal, wie ich es mache, tun sich immer andere Situationen auf. Der Lurker auf dem Dach erledigt. Aber ich will das eben noch rauskriegen. Ich habe den Keiler angeschossen gehabt. Wie jetzt? So, jetzt ich sofort wegrennen. Und dann kommt eine Blutfliege hinter mir her. Nein. Ich hatte doch... Achso. Ha! Hallo, Keiler. Ah, endlich, endlich. Weil die Pfeile nämlich gut Schaden bringen. Der Keiler zwar gefährlicher ist, aber... Da steckt sogar noch ein Pfeil drin. Ein Schuss noch. Leute, der Keiler ist hin. So, da wollen wir mal gucken. Ah, es gibt sogar ein bisschen Fleische. Fleische, gut, okay. So, schauen wir mal. Ja. Der Keiler ist erledigt. Ich bin besser drauf. Und im 18. Nee, das ist ja der 18. Teil. Im 19. Teil geht's weiter, wie ich die Blutfliegen dann erledige. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Stand, und zwar auf unserem Charakterprofil. Ja, seht ihr, wir brauchen nur noch 115 Punkte. Und ich glaube, da sind so viele Blutfliegen, dass wir dann Lernpunkte kriegen. Und dann werden wir zusehen, dass wir dann im 19. Teil mal endlich Pfeile lernen können. Na, okay. Danke mich fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch. Empfehlt mich weiter und ja, abonniert mich, wenn ihr das hier zum ersten Mal sehen solltet. Okay, wir haben gespielt. Gothic Odyssey im Auftrag des... Tschüss, macht's gut.